Gigapixel, Gigapixel, Gigapixel. Überall hört man es. Aber was ist denn überhaupt ein Gigapixel? Ein Gigapixel kommt gleich nach dem Megapixel. Die meisten Kameras, die man heute haben, haben Megapixel, meist zwischen 7 und 12 Megapixel Digitalkameras. Allerdings nach dem Megapixel kommt das Gigapixel. Wie wurde dieses Gigapixel gemacht? Bei diesem Foto wurden mehrere normale Fotos gemacht und die dann anschließend mit einem Computer zusammengefügt. Nächste Frage: Wieso brauche ich nicht Monate, um so ein riesen Foto zu laden? Hinter dieser Technik steckt der KR-Pano Pixel Viewer. Das war's von 60 Sekunden Technik. Man kann natürlich solche Bilder auch selber machen mit Fototools und Panorama Viewer. Wer noch Fragen hat, kann sich das Video Deep Zoom noch ansehen. Tschüss.